Da gibt es eine tolle Sache, und zwar die American Burger Bar. Die American Burger Bar hat einen Foodtruck bzw. Trailer. Das ist ja lange Zeit meine Nummer 2 gewesen, sogar meine Nummer 1 eine Zeitweise. Wenn er jetzt bei dem sagt, irgendeine Kritik äußert, dann nehme ich den auseinander, den Typen, ich schwör's euch. Dann warte ich bei ihm vor Haustür. Das ist ein bombiger Burger. Das findest du nicht überall. Oh, habt ihr die Röstung gesehen, Mann? Wisst ihr, was für eine Herausforderung mich das stellt? Ich habe schon von vielen, die sich als Food-Experte ausgeben oder sonst was, habe ich Burger getestet und oder bestimmt Produkte und abgecheckt, so ob die Ahnung haben, ne? Von Bernd Zehner noch nicht. Also den mal auszuprobieren, das würde mich ja reizen. Cousin! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ein weiterer, nein, es ist kein Cinematic Food Guide. Heute sind wir zurück in München auf der Suche nach dem perfekten Burger, dem vermeintlich besten Burger der Stadt. Wir haben ein paar heiße Spots rausgesucht. München hat, was Burger betrifft, einiges zu bieten. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben uns den ersten Spot direkt rausgesucht, hinter mir, Türkisch. Türkisch normalerweise in München bekannt für Döner, Köfte, gute türkische Küche. Die machen jetzt auch Smashburger. Hier drüben, Galeria Kaufhof, an der Ecke, geile Smashburger. Viele waren hier, viele haben probiert. Optisch hat es mich angesprochen. Ob es geschmacklich hält, was es optisch verspricht, das checken wir jetzt. Erstmal, hallo. Von Türkisch habe ich auch schon sehr viel gehört, muss ich sagen. Ich hätte gerne Hausburger. War Pommes dazu? Pommes, was möchtest du trinken? Ich nehme den Spezi. Wenn man in München ist, Spezi trinken. Sehr gerne. Ja. Ich warte ums Eckchen, ja? Danke, Bernd. Vielen Dank, danke, bis gleich. Danke. Riecht voll gut, ne? Wenn du dieses Rindfleisch, wenn du das so auf die Platte drückst und das geil gebraten wird, der ganze Raum ist so voll mit so kernigem Rindfleischgeruch. Oh. Das macht auf jeden Fall Appetit am frühen Morgen. Potenziell aber, ich kenne diese Burger, potenziell sah mir der so aus, als wäre zu heftig gesmashed. Und dann hast du nur noch Röstung, gar nichts mehr Saftiges. Das war bei Goldies auch bei meinem ersten Besuch so. Und die haben das wirklich geändert. Ich möchte jetzt nicht sagen wegen mir, aber ich habe das damals beim ersten Video angemerkt und inzwischen haben das geändert, bewusst. Das sah mir schon sehr dünn aus, kann aber auch täuschen. Das sieht hervorragend aus. Vielen Dank, Dankeschön. Wie erwartet auf den ersten Blick. Was man natürlich direkt sieht, ist es schön durchgestylt. Ne? Du hast Papierchen, Serviertchen gibt es dazu. Und jetzt lass uns mal bitte über diesen hübschen Burger reden. Das ist ja auf die Spitze getrieben, ne? Was Smash Burger betrifft. Also du hast den kompletten Rand, der ist quasi ja, ausgefranst, genauso wie du es haben willst. Super knusprige Bits und dieses Brötchen. Ja, wer meine Vorlieben mittlerweile kennt aus den verschiedenen Videos, die wir schon gemacht haben, der weiß, dass ich bei so einem Brioche-Burger-Brötchen, da geht mir das Herz. Da geht dir einer ab. Sag's doch, wie es ist, Bernd, Mann. Da kriegst du einen Steifen in der Hose. Problem immer beim Bernd, ne, was wir schon mal so ausgemacht haben. Wir hatten so die Befürchtung, dass wir jetzt irgendwann nach 5-6 Videos nicht einen Spot finden, wo er sagt, der war nicht gut. Da hatten wir mal so das Gefühl, ein bisschen Probleme damit hat, was schlecht zu reden in dem Sinne oder seine Kritik zu äußern. Auf, ja, ich liebe das sehr. Also, lass mal drauf gucken. Wir haben die scharfe Soße mit drauf. Dijonese gibt es hier unten wohl. Cutting, genau, Murphy. Cutting. Wir haben Romana-Salat, was ich sehr geil finde. Zwei Scheiben Fleisch. Und zwischen den beiden Scheiben Fleisch sind die karamellisierten Zwiebeln. Das ist der Hausburger. Ey, wir wollen mal die Pommes nicht zu kurz kommen lassen. Guck mal, das sind so Dippers. Die sind echt gut. Außen knusprig, innen fluffig. Sehr geil gemacht. Also ich speise da einfach jetzt rein. Auch noch einen. Der ist super saftig in der Mitte. Außen wirklich mega, mega, mega knusprig. Und ich finde, genau das macht den Smashburger ja aus. Das Brötchen ist eine 10 von 10. Das findest du nicht überall. Das ist Bäcker, ganz klar. Heftige Aussage, man sieht schon von unten auch. Das ist echt ein guter Burger. Ich tendiere sogar dazu zu sagen, dass das hier was ganz Eigenes ist. Ne? Das ist von der Gesamtkomposition hier. Mit den Romana-Salatherzen und den karamellisierten Zwiebeln. Diesen süß-sauren Dill-Pickles, Gurken, Dijon-Senfsoße und ein bisschen was Scharfes obendrauf, was wirklich überhaupt nicht dominant ist. Und ihr seht ja, während ich quatsche, habe ich das Ding einfach schon wegpoliert, ne? Es macht auch Spaß zu essen, ne? Der fällt nicht großartig auseinander. Das ist ein hervorragender Smashed-Burger. Ich glaube nicht, dass man das viel besser machen kann. Ich bin sehr gespannt, was München noch so zu bieten hat, sage ich ehrlich. Weil das hier ist, was Smashed-Burger betrifft, sage ich, kann man das nicht besser machen. Das haben die sehr, sehr gut gemacht.
Auch die Zubereitung und so, ich habe da eben mal einen Blick drauf geworfen, das sieht alles sauber, ordentlich aus, die machen das geil, die machen das mit Liebe und Hingabe. Habt ihr gesehen, das ist so dünn, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, also ich glaube, der schmeckt geil, aber das ist zu viel. Guck mal, so als Beispiel, ne? Ich weiß nicht, wer von euch gern Frikadellen isst, am Rand bildet sich immer, da fällt ein bisschen Fleisch runter, kommt so dieses ganz Kross in der Pfanne, man snackt das weg, schmeckt geil, aber mehr als so ein paar Stücken geht nicht, ist zu viel. So, und ich glaube, das ist da auch so, das ist, oh, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, vielleicht performt er auch ganz krank, aber das Bun sah wirklich pervers gut aus. Also das führt dazu, dass ich hier den Burger komplett wegpoliert habe. Und das passiert wirklich äußerst selten, wenn wir unterwegs sind. Aber der hat mir so gut geschmeckt, dass ich mir jetzt das letzte Stückchen reinhaue. Und dann schauen wir mal, was München noch so zu bieten hat. Und ja, packen wir noch einen Smashburger auf die Karte oder gibt es was Klassisches? Ihr werdet es erleben. Liebe Leute, nach diesem massiven Smashburger, den ich mir gerade reingezwitschert habe, soll es jetzt ein bisschen kleiner und feiner werden. Es ist ein Burgerkonzept der anderen Art. Der kleine Flo macht Tapas-Burger. Kleine Burger, gut, kann man halt mehr von essen. Auf geht's, wir gucken zusammen. Servus. Oh, ja, da bist du ja schon. Ja, klar. Servus. Erklär mal, wie läuft es denn hier so bei euch? Also. Penguin sagt auch, der Burger ist nicht schlecht, hat er schon mal getestet. Danke für die Info. Und zwar, habt ihr wahrscheinlich gehört, wir haben ganz viele verschiedene Mini-Burger. Mhm. Die sind alle ungefähr so groß. Du siehst hier, das sind unsere Burger alle. Fleischpflanzer. Hier kommst du dann deine Burger an, hier die Beilagen, hier unsere Dips auswählen, wenn du zum Beispiel Pommes oder Süßkartoffelpommes hast. Man merkt, dass du das schon öfter gemacht hast, weil ich habe keinerlei Nachfragen einfach. Was ist dein Favorit? Schau dir mal die Knoblauchliebe an und den Giesinger Ochs. Der ist mit Ochsenfleisch, Blauschimmel, Käse und Barbecue. Bernd stellt sich gerade vor, da könnte was gehen. Glaub mir, ich sehe das in seinem Blick. Er denkt gerade, da könnte was gehen. Okay, machen wir. So, jetzt sitze ich hier mit meiner Empfehlung. Wähle 12 Mini-Burger. So, Knoblauchliebe hat sie gesagt. Cheddar ist gut. Weißwurst ist gut. Leberkäse ist gut. Boah, ist echt schwierig. Ne? Klassiker Hamburger darf nicht fehlen. Burger. Wahnsinn. Das Prinzip finde ich schon mal mega heftig. Ich finde es generell immer schade, wenn du irgendwie eine Burgerkarte liest und dir eigentlich denkst, ich möchte 5 Stück bestellen, weil die alle geil klingen. Du könntest Gefühl heulen, weil du dich entscheiden musst und nur einen nehmen kannst. Oder maximal 2, wenn du ein Fresssack bist wie ich. Das ist es. So ein kleines Ding. Boah, gucken, wie die performen. Soll ich dir noch sagen, welcher ist? Ja, wir können ja zusammen versuchen. Ja, das ist traurig, wenn er echt so ein Ist-alles-gut-Typ ist, weil, ja gut, eben sahen die schon wieder so brötchenmäßig aus, die Buns. Und da hätte ich gedacht, die können doch nicht schmecken. Aber Bernd, komm mir mal bitte einmal mit, das schmeckt nicht gut, damit ich dir was glauben kann. So, Alumi, dann haben wir hier Cheddar-Händel, sehr gut. Genau, dann haben wir hier, das ist das Green Chicken. Ja. Dann haben wir hier Trüffelspeck, genau richtig. Dann haben wir hier... Es ist Caesar. Mhm. Du machst das schon gut. Der eine sagt so, der andere so. Das hier ist ganz normaler Hamburger. Pulled Pork. Jawohl. Das ist die Weißwurst. Jawohl. Jetzt läuft da es. Da ist der Fleischkäse. Und hier hinten haben wir. Oh, die wichtige Knoblauchliebe. So, Leute, sieht das nicht schon geil aus? Guck mal, wir haben hier unten Chimichurri, glaube ich. Geilen Halloumi. Und das Wichtige beim Halloumi ist ja, dass der außen knusprig gebraten ist. Ich fange jetzt einfach mal an damit, ja? Wenn dieser Halloumi heiß ist, ne, dann kann man den wirklich gut essen. Für einen Veggie-Burger ist das einfach eine ganz nette Angelegenheit. Ne? Schreibt doch mal unten rein, was wäre denn euer Favorit? Es ist ja schon sehr umfangreich, das Ganze. Ich wüsste gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht. Erstmal ein bisschen Limo. Also, Fritten geil, Skin on, super knusprig, gefällt mir. Trüffel-Mayo. Oh, ist gut. Bei dieser Vielfalt, ne? Das werde ich natürlich nicht alles probieren können. Aber was, wir sind ja heute auf Burger-Tour, ne? Das ist ja klar. Und damit Skin on, Alter. Der Typ hat Begriffe drauf, Alter. Respekt. Ne, die Buns fand ich auch, sahen nicht so perfekt aus. Aber manchmal täuscht es auch die. Aber ich hätte auch gesagt, leicht trocken unter Umständen. Er wirkt beim ersten Burger auch nicht so begeistert. Müssen wir die klassischen Burger essen und deswegen, werde ich hier vorne mit dem klassischen Burger anfangen. Klar, Halloumi haben wir schon probiert. Lass mal drauf gucken hier. Der kann doch nicht, Leute, der kann doch nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Gürkchen, rote Zwiebeln, ein Patty, wieder Romana-Salat. Obendrauf ist Senf, das finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Unten ist Ketchup.
Und jetzt auch von unten siehst du hier wieder, das ist so ein Homemade Brioche-Bun. Das riecht buttrig, ne? Also da habe ich auf jeden Fall schon richtig Bock reinzubeißen. Und genau das mache ich jetzt auch. Brötchen ist gut. Es ist sehr, sehr fluffig. Ja, gefällt mir. Gürkchen ist mit drauf. Genau mein Ding. Also eigentlich, wenn wir... Der macht sehr stabile Videos, Streamy. Für mich auch im Moment einer der besten Food-YouTuber. Direkt nach mir. Wir werden gucken, wir werden immer mal wieder Videos von denen reinballern. Ich hoffe wirklich sehr, dass er auch mal ein bisschen irgendwo sagt, es schmeckt nicht. Weil irgendwann kann ich das sonst nicht mehr ernst nehmen, wenn alles schmeckt, so wisst ihr. Wenn wir in München sind, müssen wir natürlich auch dieses Weißwurstgerät probieren. Vielen herzlichen Dank. Also man muss auf jeden Fall sagen, man wird umsorgt, ne? So, der sieht innen drin so aus. Mit süßen Senf. Schmeckt genau wie erwartet. Wie gebratene Weißwurst mit Senf im Burgerbrötchen. Also, das sage ich ganz ehrlich, bis hierhin finde ich das schon ziemlich cool. Aber das hier vorne war doch ihr Favorite. Das war die Empfehlung von ihr mit dem Blue Cheese. Ja, das werden wir auf jeden Fall probieren. Absolut geil. Saftiges Fleisch. Blue Cheese Dressing on point. Bitte wert, Mann. Irgendwas muss doch nicht schmecken. Irgendwo ist doch ein Haken dran, Mann. Bin ich äußerst glücklich. Das gefällt mir gut. Lass uns doch nochmal den zweiten Empfehlungsburger von ihr, Knoblauchliebe. Da haben wir hier unten ein bisschen was Rotes drin. Ich glaube, es waren getrocknete Tomaten. Obendrauf ist Knobi. Oh, das wird zusammen gut schmecken. Das weiß ich jetzt schon. Also, wir probieren es. Fällt mir sehr gut. Ich teste den Laden auch, Mann. Zum kleinen Flo. Ich schwöre euch, ich teste den auch, Mann. Ohne jetzt jemanden hops nehmen zu wollen. Aber mich interessiert es einfach. Ich werde die alle testen. Ich hoffe für dich so sehr, dass es wirklich geil ist. Ist in allem total stimmig. Mm. Also, die Aioli und so, das ist Bombe, ne? Das ist gut gemacht. Du hast die süße getrocknete Tomaten und ein fluffiges Brötchen wieder. Ein saftiges kleines Patty mit drauf. Das macht einfach Spaß. Und hier mal so ein bisschen Pommes zwischendrin und so, ne? Ein bisschen Salätchen. Und wenn das schlechte Gewissen nicht überkommt, isst du mal ein Gürkchen. Wir gehen ans Huhn. Avocado. Das mache ich aber auch so mit der Gurke. Avocado Chicken. So, wir haben hier Chimichurri, Romana-Salat, obligatorisches Gürkchen und die rote gepickelte Zwiebel. Dann haben wir eine saftige Hähnchenbrust, das ist gut. Die ist schön gebraten, wie ich das sehe. Und obendrauf ist reichlich Guacamole. Hm. Sommerlich, saftig, frisch. Chimichurri ballert. Leute, das gefällt mir gut. Eine tolle Idee, die Burger hier in Slidern zu servieren. Habe ich so noch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Also, alles in allem ist das natürlich eine geile Sache. Klassisch Burger essen ist es nicht. Ne? Du gehst hierher, hast du verschiedene kleine Slider, gehst mit Freunden und Familie, machst den Tisch voll, jeder isst, wo er Bock drauf hat, für jeden was dabei. Handwerklich gut gemacht, frische Zutaten, nettes Personal, geile Location, da passt schon alles. Ich bin mal gespannt, was uns beim nächsten Spot erwartet. Es wird auf jeden Fall kein Beef sein, so viel kann ich schon mal sagen. Aber trotzdem klingt es sehr, sehr vielversprechend. Unsere Recherche hat ergeben, wir sollen es wohl richtig drauf haben. Wir polieren das jetzt hier weg und dann sehen wir uns gleich im nächsten Spot. Ich fühle auch kein gebratenes, gegrilltes Hähnchen. Also ich habe echt mal ein, zwei Dinger gegessen, die Welt waren. Aber das war dann wirklich Ausnahme. In der Regel ist es sehr schwer, da finde ich einen gut performenden Burger zu liefern. Denn lieber mit einem Crunchy, mit irgendwie Panade oder so. Das ist wesentlich, wie ich finde, vielversprechender. Auf dem Weg durch die City sind wir natürlich auch in der Amalienstraße 23 gelandet. Wie immer viel zu spät. Das ist so ein klassisches Ding in Deliziös-Produktion. Kann ja keiner was dafür, außer wir. Wir sind in der Homebar. Die Homebar hat seit neuestem Hintergrund Fairfax American Comfort Food. Und in meiner Hand ist auch schon ein Tütchen. Da sind Sandwiches drin und zwar mit Chicken oben drauf. Und die sind mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr fame in München. Oh. Und wir haben gesagt, da müssen wir... Oh, ho, ho, ho. Die sehen krank aus. Puh, der macht gute Recherche, der Typ. Gute Recherche. Auf jeden Fall dran vorbei, auch wenn es kein klassischer Burger ist. Aber wenn wir über Sandwich oder Fleisch in einem Brötchen reden, reden wir auch über Fairfax. Und deswegen habe ich mir schon was besorgt. Die haben uns netterweise was zurechtgemacht. Und jetzt essen wir auf der Motorhaube. Ganz klassisch Streetfood. Wir haben einmal Original. Wir haben einmal Nashville Hot. Oh, habe ich jetzt schon Angst davor. Wir haben Servietten. Ja, ihr wisst, braucht er. Das Einzige, so dick wie der ist, könntest du dieses, man hat oft dieses einfach, wenn das zu dick wird, dieses pure Hähnchen-Feeling, dann nicht mehr würzig, sondern einfach triste Hähnchenbrust. So. Da hätte ich ein bisschen Angst, aber muss nicht. Und hier ist noch was drin. Oh yeah. Tater Tots. Das ist ziemlich geil. Mit so einer, ja keine Ahnung, mit so einer Ranch-Soße oben drauf. So, dann wollen wir noch mal gucken. Original. Das sieht schon hübsch aus, ne? Es gibt ein Branding oben drauf. Wir haben eine ordentliche Portion Hähnchen. Frittiert. Gürkchen, Pickles sind drauf,
Also was ich schon direkt sehe, das ist super crispy. Ich würde sagen, einfach mal reinbeißen und gucken, was passiert, oder? Schönes, saftiges Huhn, ein geiles Brioche, wirklich eine große Portion Hähnchenfleisch obendrauf, frittiert, so dass es knusprig außen, innen drin saftig ist, das ist eine Kunst. Die Soße passt hervorragend dazu. So, jetzt lass uns noch mal gucken, wie der scharfe Kamerad dagegen abschneidet. Da sehe ich schon, da gibt es noch ein bisschen Coleslaw oben drauf. Geil, Mann. Puh, wirklich schön. Trotzdem, das braucht jetzt einen Holle, um das Ganze zu analysieren. Es ist wirklich alles geil, Mann. Es interessiert mich so sehr. Und ich gehe davon aus, dass das Hähnchen nochmal getunkt wurde. Spice ist oben drauf. Mhm. Also sieht auf jeden Fall schon gefährlich aus, wenn ihr mich fragt. Ja. Was mir direkt auffällt ist, es ist super knusprig, obwohl der nochmal getaucht wurde. Ich habe Angst, ich sag's euch ehrlich, aber ich werde trotzdem wie ein Mann einfach reinbeißen. Wie ein Mann. Ganz anders. Kommt direkt brutaler Punch. Also wenn die sagen scharf, dann meinen die das auch. Boah, scharf. Allmächtiger. Das wird wieder so ein Ding. Du weißt genau, viel zu scharf. Du wirst es bereuen, aber du hörst trotzdem nicht auf zu essen. Kennt ihr das? Wir kennen aber ich das muss. Super geil. Geschmacklich Bombe. Brötchen geil, Soße geil. Krautsalat geil, Hähnchen saftig. Die Kruste außenrum, der absolute Killer. Wenn du so ein Hot Fried Chicken willst, ist das hier genau das Richtige. Fairfax in der Homebar. Geht dahin, gönnt euch. Ich kann es auf jeden Fall nicht aufessen. Wenn wir über Burger in München reden, reden wir automatisch auch über das Münchner Umland. Wir sind gerade auf der A8 unterwegs, Richtung Unterhaching, ist ein kleines Stückchen außerhalb. Da gibt es eine tolle Sache, und zwar die American Burger Bar. Die American Burger Bar hat einen Foodtruck bzw. Trailer. Das ist ja lange Zeit meine Nummer 2 gewesen, sogar meine Nummer 1 eine Zeitweise. Wenn er jetzt bei dem sagt, irgendeine Kritik äußert, dann nehme ich den auseinander, den Typen, ich schwör's euch. Dann warte ich bei ihm vor Haustür. Auf dem Parkplatz vom Supermarkt stehen. Hölle! Alle Welt spricht über diese Burger, dass wir gesagt haben, wir packen die mit in den Food Guide rein. Ich bin ganz gespannt, was mich da erwartet. Die Bilder sind äußerst vielversprechend und ich denke mal, wir werden da geschmacklich nicht enttäuscht werden. Danke dir. Und, war gut? Ja? Fahrt ihr auch extra her dafür? Ja? Okay, da hab ich richtig Bock drauf. Ja? Macht's gut, Jungs, gell? Ciao, 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 viel Spaß. Bernd! Hi, alles klar? Ja. Dein Kollege hat uns schon wirklich nett empfangen, heute unterwegs in München, um den besten Burger zu finden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich schau mir jetzt mal einen Burger und dann wollen wir mal sehen. Hausburger? Ja, Hausburger ist cool, oder? Ja. Mach was Schönes. Wir machen was Schönes. Ich bin wirklich ganz gespannt, was ihr dazu... Der Arme, er arbeitet mit seiner Ex-Frau da immer noch zusammen. Was heißt der Arme? Die verstehen sich wohl gut, ne? Aber stell ich mir nicht so prickelnd vor. Holle wird niemals sein. Doch werde ich, Murphy. Ich werde mal eine 10 von 10 von geben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. 100%. Ich habe schon öfter im Stream selber Burger gemacht und ich bin immer besser geworden. Am Anfang war ich Lappen, inzwischen bin ich echt nicht verkehrt. Wir machen seit 9,5 Jahren hier. Ich mache es sehr mit Leidenschaft. Ich weiß genau, wovon ich und du reden. Ja, das ist, du weißt schon. Okay, dann gehen wir nochmal gucken, Alex. Komm. Ich sag euch nur, dieser Burger ist in einer Hinsicht einzigartig. Dieser Durchbiss durch diesen Burger ist so geschmeidig, Mann. So geschmeidig, weich. Oh, der hat alles, der Burger, der hat alles. So, mein Freund. Guck mal, hier ist das Ding. Brioche-Brötchen, Tomate, rohe Zwiebel, Cheddar-Cheese, Lettuce, Bacon. Das war's. Ketchup, Mayo, Barbecue. Das mache ich schon mal gar nicht. Außer in den seltensten Fällen, dass ich irgendwie mit dem Besitzer da den Burger esse. Weil wenn ich mir irgendwas nicht gefällt, ist es einfach echt schwer dann zu sagen, so, oh, pass mal auf, das ist kacke. Aber wenn man das macht, dann muss man dann auch Kritik äußern, trotzdem können. Also ist alles drauf. Viel Soße, suppig, Brötchen hält das gut zusammen. Saftiges Fleisch auf jeden Fall gebraten, so wie ich das sehe. Hier noch leicht rosa, da kommt der Saft raus. Das finde ich geil. Ist tatsächlich das erste Mal, dass mir das heute passiert. Bei den ganzen Burgern, die wir gegessen haben, dass wir tatsächlich noch einen rosa gebratenen Burger haben. Ne? Also, ich mag das. Dave, vielen Dank. Lass zusammen essen, mein Freund. Guten Appetit. Guck mal, ist echt schön rosa gebraten. Du hast noch ein saftiges Patty, trotzdem Kruste außenrum. Und ich sag, Brioche muss sein. Und das ist wirklich sehr gut gemacht, karamellisierte Zwiebeln, geil. Ich liebe die Barbecue-Sauce, habe ich es eben richtig gesehen, von Sweet Baby Ray. Ja, ja. Ist die beste, die es gibt. Ja. Du merkst schon, die Qualität ist da. Du sagst, du kriegst dein Fleisch hier aus der Region, beziehungsweise vom Metzger aus München. Du fährst ja hier auf dem Parkplatz, das erste, was du riechst, Burger. Weißt du, diese Maillard-Reaktion, Karamell, das ist ja das, was passiert. Ja.
Und ich finde, das ist das Ding, ne? Das holt dich ab, da hast du Bock drauf, da gehst rein, da willst du das. Das ist ein bombiger Burger, ich würde auch extra dafür hierher fahren, sag ich dir ganz ehrlich. Und es ist kein Wunder, dass die Leute hier Schlange stehen. Selbst der Angebissene sieht noch sexy aus, schön rosa, siehst du das? Nein, das ist der Unterschied, Bruder. Das ist so, wie ich es dir sag. Ja? Ja, das ist einfach sexy. Der ist sexy. Ich bedanke mich jetzt mal. Du bleibst hier bei mir. Lauf nicht weg. Gell? Wir trinken noch unsere Cola zusammen aus. Aber was wir auf jeden Fall schon mal machen müssen, wir können uns bedanken für die Leute, die zugeschaut haben. Und weißt du, was bei YouTube immer wichtig ist? Dass sie den Kanal abonnieren. Weißt du, damit die in Zukunft nichts mehr verpassen, auf dem Laufenden bleiben. Für uns bedeutet... Tut das, Leute. Kannst du gucken, schief, auf Holle TV ist ein Burger-Video von mir online. Aus dem Livestream halt auch, ne? Ja, das kann man machen. Also stelle ich mich einigermaßen vernünftig an.